Nun, von den alten Hosen, alten Jacken und sonstigen antiken Kleidungsstücken direkt zu den alten Hüten, die uns das Fernsehen Jahr ein Jahr aus über die Ohren stülpt und über die Augen. Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich gerne zweimal pro Jahr 12 Uhr mittags mir angucken kann. Und auch, weiß ich, die Feuerzangenbowle immer wieder gerne, oder hallo Dienstmann, dreimal pro Jahr meinetwegen, aber nicht öfter, aber die halten sich ja nicht daran. Wenn man dann jetzt noch, wie Sie im Falle, mehrere ausländische Fernsehprogramme kriegt, dann hat man das, weiß ich, hallo Dienstmann am Dienstag hier gesehen und dann gibt's am Mittwoch da. Und wenn das nicht ist, wenn keine Wiederholung kommt, dann beginnt eine Serie. Und das trifft mich so hart, weil ich ein sehr gewissenhafter und sehr konsequenter Fernsehzuschauer bin, der sich eigentlich nichts entgehen lässt. Zum anderen es aber auch mit meinem Beruf sehr genau nehme. Und dann stehe ich immer vor einem schrecklichen Dilemma. Was machst du nun? Guckst du Fernsehen oder singst du? Und ich meine natürlich, letzten Endes hat immer das professionelle Gewissen den Vorrang. Aber es wurmt dann. Und ich entsinne mich einer Zeit, da wurde eine Mücke noch in 45 Minuten abgedreht, während das heute alles gleich 24-teilige Elefanten werden. Und der Gedanke dazu kam eben aus diesem Verdruss, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, gewissenhaft und konsequent fernzusehen, wenn man nicht, weiß ich, seinen Job aufgibt und alle sozialen Kontakte abbricht und dann endlich allein ist und dann in Ruhe fernsehen kann. Und darüber habe ich mir in diesem Lied Gedanken gemacht. Ich sitze im Kino, der Film ist famos. Ich sehe auf die Uhr, oh Mann, ich muss los. Und es ist gerade so spannend, doch was hilft's, ich muss gehen. Zu Haus zum 9. Male Charlies Tante sehen. Ich lauf wie gehetzt, oh, ich muss mich beeilen. Vorher kommt ja noch der Psychothriller in 5 Teilen. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder Film 5 Wiederholungen hat. Sie rückt auf dem Sofa mir dicht auf den Pelz und näher und enger, jawohl, mir gefällt's. Und das Licht ist gedämpft und die Musik ist leis. Doch da fällt mir ein, um 7:30 kommt der große Preis. Da kann ich mich doch jetzt nicht einfach verführen lassen, wo wir sowieso das Werbefernsehen schon verpassen. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder 5 Wiederholungen hat. Fast hätte ich meine Lieblingsserie verpasst. Ich war bei Herrn Direktor Prillwitz zu Gast und er sagte, Sie sind zur Beförderung dran. Na sowas sag ich, macht mal wieder den Fernseher an. Vielleicht können wir uns später noch mal unterhalten. Jetzt kommt nämlich erstmal eine neue Folge vom Alten. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder 5 Wiederholungen hat. Wie einmal jeder Schnarchsack in diesem Land, krieg ich heute das Verdienstkreuz am langen Band. Der Präsident liest mir meine Verdienste vor und er drückt mir die Hand, ich flüstere ihm ins Ohr. Tut mir echt leid, mein Guter, jetzt muss ich mich abseilen. Gleich beginnt die zersägte Frau in 6 Teilen. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder 5 Wiederholungen hat. Ich habe geglaubt, mit dem Videokauf hört vielleicht die ganze wilde Hektik auf. Doch im Gegenteil, ich ertapp mich dabei. Anstelle von 2 Fernsehfilmen sehe ich 3. Denn wo ich zwischen Teil 6 und 7 Pause hätte, sehe ich schnell Teil 4 einer anderen Serie auf Kassette. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder 5 Wiederholungen hat. Ich habe nie mehr Langeweile, jetzt ist die Scheibe nie mehr Mann. Seit jedes Fernsehspiel 12 Teile und jeder 5 Wiederholungen hat. Und jeder 5 Wiederholungen hat. Und jeder 5 Wiederholungen hat. Ich danke für Ihr Verständnis.